Hoho, ich wünsche euch einen wunderschönen heiligen Abend. Es ist der 24.12. Und naja, es hat sich halt jetzt irgendwie so ergeben, dass ich das dritte und vierte Advent-Special jetzt auf eins zusammenfasse und das jetzt mache. Ihr werdet jetzt hier im Video Rohmaterial von einem eigentlich geplanten Special für den dritten Sonntag sehen, das ich mit Charter angefangen habe aufzunehmen. Also ihr werdet jetzt nur einen Teil davon sehen, nicht das Ganze, weil so lange werde ich jetzt auch nicht reden. Es hat sich leider dadurch, dass ich eben weg war, nicht zu so ergeben, dass ich das alles fertig geschafft habe. Ich habe auch das vierte Special, das ich jetzt gerade aufnehme, nicht geplant, jetzt am vierten Adventssonntag rauszukriegen, denn, naja, ich saß das ganze Wochenende am Patch-Check und gerade in der Weihnachtszeit soll man eben auch ein bisschen Zeit für die Familie haben. Und normalerweise sage ich ja jetzt um die Zeit immer, ja, Leute, 24., 25. und 26. wird nichts kommen, denn da bin ich nicht da. Und dieses Jahr sage ich, ja, da kommt was, aber es wird nicht der Sendeplan sein, obwohl der jetzt schon seit ein paar Wochen ordentlich im Schwanken ist, sondern es werden einfach Videos sein, die eben gerade ins Thema passen, Sinn machen, Dinge, die vielleicht vorher nie veröffentlicht wurden, aber schon Ewigkeiten auf der Platte rumliegen. Ich werde jetzt nicht zu viel versprechen und auch nichts ankündigen oder im Großen und Ganzen, weil ich eben nicht weiß, was kommen wird. Ich weiß nur, dass es heute am 24.12. das einzige Video sein wird, das kommt. Und dass es am 25. voraussichtlich Let's Plays gibt. Ich schätze mal Siedler und Command & Conquer, ich bin mir aber noch nicht sicher. Und ab 26. mal schauen. Aber kommen wird auf jeden Fall was. Und dementsprechend würde ich euch bitten, da etwas mehr Geduld noch zu haben. Und es fällt mir wirklich schwer, das zu sagen, denn ich weiß, ihr habt jetzt schon sehr lange Geduld gehabt mit mir. Ich möchte mich vor allem jetzt erstmal bedanken, denn das Jahr ist fast um. Wir hatten heuer extrem viel Tolles gemacht und den genauen Rückblick gibt es dann in circa einer Woche zum Silvester-Special. Wobei ich da auch wieder nur das Wichtigste rauskramen werde, so wie jedes Jahr wieder. Und naja, ich hoffe, ihr seid auch ohne die Advent-Specials einigermaßen ruhig durch den Advent gekommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Verständnis, das ihr da jetzt hattet, weil ich eben wirklich extrem hinterherhinke momentan. Aber es passiert momentan einfach so viel im Real Life, dass ich einfach nicht wüsste, wie ich es anders machen soll. Und ich kann und möchte das auch nicht irgendwie verschieben momentan. Es ist halt wirklich so, dass ich die Let's Plays durchdrücken möchte, ja, weil es mir einfach irre viel Spaß macht und ein prima Ausgleich ist. Aber ich schaffe es momentan nicht zu 100% das zu halten. Weil eben zusätzlich jetzt dazu der Weihnachtsstress unter Anführungszeichen kommt, den ich ja eigentlich immer vermeiden möchte. Und noch so ein paar interessante Dinge. Aber gemessen am Verhältnis funktioniert es ganz gut. Für mich ist das jetzt insofern ein Experiment, weil ich eben eine ganze Woche jetzt nicht da war und dementsprechend wenig vorproduzieren konnte. Aber es ist eigentlich schön zu sehen, dass ich auch meine Grenzen habe und sie momentan finde. Dass ich weiß, wie weit kann ich gehen und wann ist es vorbei. Und gerade zu Weihnachten, wo man sich wirklich so extrem krass ins Zeug hängt für Familie, Freunde, geliebte Menschen, keine Ahnung, für einfach jeden,
oder man sich zumindest oft ins Dingens hängt eben. Gerade da finde ich es spannend zu sehen, dass die Grenzen eigentlich doch oft wesentlich näher liegen, als man das restliche Jahr über glaubt. Dementsprechend bin ich eigentlich froh, dass ich mir sonst eben ja diese Grenze nur vorstellen brauche und das auch die nächsten Jahre wieder machen werde, weil ich dann das Ganze einfach anders angehen werde, weil ich jetzt gesehen habe, wie es läuft. Wenn man sich eben diesen Stress macht. Und ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich es die letzten Jahre nicht gemacht habe. Und dieses Jahr war eben jetzt die Ausnahme und das war's von dem Stress her, den ich mir machen wollte, eigentlich nicht wert. Jetzt ist die Frage natürlich, wie geht's im Großen und Ganzen weiter? Naja, genauso wie es vorher auch ging. Das Ding ist eben nur, ich werde einige Dinge mir neu einteilen müssen, schrägstrich generell neu planen müssen. Mein Leben wird sich in nächster Zeit stark verändern. Ganz besonders jetzt ab Jänner dann. Weswegen jetzt auch relativ viel Stress eben ansteht. Und dementsprechend hoffe ich, dass ihr da einfach dabei bleibt und weiter die Videos schaut. Es wird weiterhin Let's Plays geben. Ich werde die meiste Zeit auch den Sendeplan aufrechterhalten können, wie es bis jetzt aussieht. Mein Manko dabei ist nur, es wird sich eben hin und wieder nicht ausgehen. Und zum Beispiel jetzt, wo ich Herr der Ringe nochmal neu spielen muss, um eben auf den alten Stand wieder zu kommen, weil die Aufnahme gefailt hat. Gerade da sehe ich dann immer wieder, okay, es gibt eben Grenzen. Aber ich bin mir sicher, dass ich den mit euch und eurer Unterstützung eben sprengen kann. Es dauert manchmal seine Zeit, ich habe jetzt auch mit dem Patch-Check ewig gebraucht, aber es läuft. Dementsprechend bin ich mehr als nur froh, euch als Community zu haben, über jeden einzelnen von euch. Und ich wünsche euch einen wirklich wundervollen Heiligen Abend, zwei wunderbare Festtage, die danach folgen, wie je nachdem, wo ihr seid, entweder den ersten und den zweiten Weihnachtstag oder eben Christ- und Stefanitag. Hoffe, dass ihr weiterhin Verständnis dafür haben könnt, dass ich eben da momentan etwas hinterherhinke. Denn gerade bei Herr der Ringe, dass er wahnsinnig gerne gesehen wird, tut es mir extrem weh, dass ich da gerade nichts machen kann. Und ja, insofern wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Hoffe, ihr könnt ähnlich wie ich heute die Zeit mit eurer Familie verbringen. Und wir hören uns dann morgen in den Let's Plays, beziehungsweise in den nächsten Tagen eben auch in den anderen Videos. Und am Silvesterabend wieder zu einem Silvester-Special. Bis dahin, genießt, feiert und entspannt. Im neuen Jahr geht der Stress wieder los und dann solltet ihr hier jetzt genug Zeit und Energie getankt haben, damit ihr daran wieder klarkommt. Fröhliche Weihnachten!